Hallihallo, Hallöchen und willkommen zum nächsten Teil von Rust. Und da kommt uns Dick erst entgegen. Ey, der soll uns. Was ist denn in deiner Hand? Eine Fackel? Ist das die Fackel? Mann, das fängt ja schon gut an. Hallo. Ich bin halb nackt und mir ist kalt. Okay, scheint ihn gerade wenig zu interessieren, aber wenn der schon da vorne reinrennt, dann sparen wir uns das mal. Jetzt hat er mich hier völlig zur Fassung gebracht. Ich wollte eigentlich nochmal sagen, ich habe jetzt mal den Server gewechselt. Das heißt, ich bin jetzt hier auf dem deutschen Server. Einfach aus dem Grunde, wenn ich die Leute beschimpfen will, dann verstehen sie mich wenigstens. Macht so einiges einfacher. Und da auf dem letzten Server ich sowieso gestorben bin und auch nichts wirklich aufbauen konnte. Nun gut, versuchen wir hier mal unser Glück. Ich hoffe, das wird was. Zumindest haben wir schon mal Holz und Stein. Das heißt, wir können uns gleich schon mal darauf vorbereiten, hier vielleicht einen Shelter zu bauen. Hoffentlich dann natürlich mit einer Metalltür. Wäre auf jeden Fall super, wenn das klappen würde. Weiß auch, ich habe auch immer so ein super Glück, ey, ich komm auf irgendeinen Server, es sind 20 Leute drauf und natürlich treffe ich hier ständig irgendwelche. Es ist schrecklich. Okay, muss natürlich auch dazu sagen, dass die Map jetzt bei Rust nicht sonderlich groß ist. Zumindest nicht, wenn man an den Straßen rumrennt. Deswegen ist es natürlich ganz schön, ja, ganz klar, dass man hier ab und zu mal jemanden trifft. Was natürlich auch so finde ich, so ein bisschen ausmacht, weil man muss an jeder Ecke immer gucken, dass man nicht einfach hinterrücks mit Pfeil und Bogen oder mit irgendeiner Waffe niedergestreckt wird oder einfach mit einem Stein erschlagen wird. Ja. So, ich gehe jetzt echt mal davon aus, einfach, dass der da jetzt ordentlich gelootet hat. Wir uns das sparen können. Und uns lieber hier auf die Suche machen in der Nähe nach Ressourcen. Okay, hier hat schon einer den Shelter wohl aufgebrochen von jemandem wieder. Ah, okay. Ich weiß noch gar nicht, was die sich so erhoffen, von so einem Shelter aufzubrechen. Wie gut in der Regel. Man könnte da schon viel drin speichern. Ist natürlich dann auch umso ärgerlicher, wenn man das dann passiert. Ah. Ist ja ganz klar. So, wo kriegen wir denn hier unsere Sachen jetzt? Ich glaube, wir müssen echt erstmal ein ganzes Stück laufen. Och nö, och nö. Überall radioaktive Mistviecher hier. Ach. Ich werde diesmal einfach machen, dass ich so bei 20 Minuten circa einen Cut reinmache. Mich aber nicht auslogge, sondern weiter zocke und ja, dann könnt ihr euch einfach
das so nacheinander angucken hat einfach den Hintergrund, dass ich jetzt mir nicht so einen Stress machen muss, sag ich mal, in den 20 Minuten schon den Shelter zu platzieren und alles Mögliche. So, dann hoffe ich mal, dass wir jetzt hier mal vielleicht ein bisschen Glück haben. Irgendwas Nützliches finden. Naja. Okay. So viel zu dem Thema schon mal. Ja, Gott noch mal. Tja. Sehr bescheiden hier. Gut, müssen auch das mit dem Stein hier, das ist natürlich echt super. Also hier Stein finden wir gerade einiges, also einiges an Stein. Da hinten sehe ich gerade noch Holz, aber da ist auch ein Wolf. Oh, das ist noch mehr Holz. Oh. Okay. Ist natürlich aber nicht so prickelnd, dass wir hier so in der Radioaktivität rumrennen. Bis 500 können wir das noch gut verkraften. Ab 500 gibt es dann aber leider Schaden und wir sollten uns definitiv vor dem 500 schon hier rausmachen. Ist natürlich jetzt noch nicht ganz so stark die Radioaktivität hier, das heißt, man kann hier recht lange bleiben. Aber wollen tue ich es jetzt nicht gerade. Was war das denn zum Bug? Ich habe gar nicht geschlagen und das splittert weg. Ich dachte schon, da steht es einer neben mir und hat da noch mit drauf. Habe ich mich gerade so echt so ein bisschen erschrocken. Du verdammter Looter, mein Holz. Ist der bewaffnet? Ich vermute mal ja. Okay, wir überlassen ihn mal freundlicherweise, weil wir ihm ja nichts tun wollen. Das Holz. Und schnappen uns dafür das Schwein, weil wir haben ja noch nichts zu fressen. Och nö. So war das jetzt aber nicht geplant. Jetzt können wir noch nicht mal das Holz mitnehmen, weil dieser scheiß Bär da kommt. Ah. Da kriegt man nur echt die Pimpanellen. Ja, er kommt noch, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Lass mich doch einfach in Ruhe. Geh weg. Mach einen Ackermann. Ich will mich jetzt hier auch nicht länger aufhalten. Okay, der lässt uns schon mal in Ruhe. Dann kriegen wir doch noch unser wohlverdientes Holz. Zumindest sieht es gerade danach aus. Und wir haben immer noch nichts zu fressen, ey. Dank diesem Mistvieh. So, wie viel haben wir dann an Herzen? Da, 24. Okay, so um die 40 werden wir brauchen. Okay, ich bewege mich mal weiter in diese Richtung. Auch wenn es hier gleich wieder radioaktiv wird. Ja, was anderes bleibt uns jetzt nicht wirklich über, als es zumindest mal zu versuchen. Da vorne ist noch Holz, das ist auch schon mal sehr schön, aber wir haben immer noch nichts zu fressen. Das ja. Und wir sind immer noch verstrahlt, das ist auch das Problem.
Also wir kriegen hier immer noch Strahlung ab und... Oh, war jetzt? Nee, okay, jetzt ist sie weg. So, Admin soll auch online sein. Schön zu wissen, wird aber in der Regel nicht viel bringen, weil... ich weiß nicht. Die unbedingt viel machen. Man kann natürlich auch so hinterlistige Admins haben, die ihre Position ausnutzen. Okay, gibt schon mal keine Airdrops. Dafür, dass das ein deutscher Server ist, ey, also bitte, ne, wenn ihr unbedingt Englisch sprechen wollt, weil nicht Deutsch könnt, dann gibt's genügend Server, auf denen Englisch gesprochen wird. Okay. Bleibt's boom. Wie, ich dachte, es gibt keine Airdrops hier. Es sieht aber irgendwie doch alles ganz nach Airdrops aus. Wuppala, das ist schon der nächste. Von dem entferne ich mich natürlich direkt. Da, den Stein nehmen wir doch mit. Das ist doof, so nackig hier, unbewaffnet. Komm schon, komm schon. Okay, ich gehe mal davon aus, dass der hier das meiste schon gelootet haben wird. Einfach wieder so frei Schnauze. Und unser Hauptaugenmerk sollte ja sowieso gerade darauf liegen, irgendwie ein Wildschwein zu finden. Mit allen anderen Sachen können wir gerade sowieso nicht recht viel anfangen. Ich sehe gerade, wir brauchen doch noch ein bisschen. Wir brauchen noch zwei Metallfragmente. Erze. So. So, das haben wir auch schon mal. Aber ich brauche den Rest natürlich auch noch ab. Ja toll, ey, Holz finden wir ohne Ende schon seit hier. Nicht so ein blödes Wildschwein. Also das wäre echt ärgerlich, wenn man jetzt hier am Hungertod stirbt. Das wäre ja unmöglich. Trotzdem sollten wir das Holz nicht einfach links liegen lassen. Denn das brauchen wir auf jeden Fall. So. Ich halte mich jetzt auch schön weit fern von den anderen Spielern erstmal. Ein bisschen im Hintergrund. Und hoffe, dass ich jetzt endlich mal so ein scheiß Schwein finde. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, wir brauchen ja noch Stoff. Ich glaube 10 Stück.
Tierfett, damit wir diesen Ofen bauen können, um ja, das Metallerze, Metallfragmente zu schmelzen. Ich glaube, wenn das so weitergeht, haben wir gleich echt die halbe Karte hier abgelaufen. Oh. Ja, dünn. Was soll ich denn hier? Kann ich gleich mal reinrennen und wahrscheinlich abkratzen. Ah, hier ist nicht radioaktiv. Das ist natürlich super. Könnte ich rein theoretisch warten, bis das hier weg ist. Oder auch nicht. Jetzt geht gerade im Hintergrund natürlich mein Telefon. Ich werde das jetzt einfach mal klingeln lassen. So. Hier noch. Das nehmen wir auch einmal alles mit. Ach, das ist laut hier. Ja, und verdammt, wir müssen schon wieder raus. Besser ist das. Ich will es gerade nicht riskieren, zu sterben. So. Alles klar, so. Jetzt weiß ich ungefähr, wo ich bin. Ich habe auf dem anderen Server schon mal hier oben, oder habe meistens hier oben eine Hütte gebaut. Das war aber auch nicht der gerade geeignete Platz. Mann. So. Da haben wir schon mal was zu fressen. Das ist doch schon mal sehr gut. Na, komm, der andere kippst du dir jetzt auch noch eben rein. Versuchen wir hier keinen aufzuschrecken und uns leise fortzubewegen. Natürlich totaler Humbug. Warum gibt es denn hier kein Schwein? Das ist nicht wahr. Na komm, was. Hallo. Wo? Hello. You have any food? Nee, ich suche leider auch noch. Ah. Have fun. Okay. Scheint hier sogar noch freundliche Spieler zu geben, der anscheinend aber auch das selbe Problem hat wie ich, dass er nämlich nichts findet. Das ist natürlich echt irgendwie Gacke. Gut, ich hätte nämlich dafür Schokolade reinwerfen können, aber die brauchen wir ja selber. Du hast eine Fläche dafür Schokolade. Ich laufe jetzt einfach mal in die letzte Ecke hier und hoffe, dass man was kriegt. Es muss doch irgendwo mal so ein scheiß Schwein rumrennen, oder? So, unsere ersten 20 Minuten sind jetzt auch circa um. Ja,
Vielen Dank fürs Zuschauen und wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin auf Wiederschauen.